Kurz vor Spielanfang hat der Schalke-Trainer Felix Magath nochmals den Kontakt mit dem Stade Suisse gesucht. Genützt hat es aber nicht viel, und das mal haben seine Spieler am Anfang zu nachsehen gehabt. Aus einer eigentlich unmöglichen Situation hat der Marco Schnäuli den verdienten Führungstreffer für IB erzielt. IB konnte zufrieden sein mit der Leistung. Unter Paolo Colavitti hat Marco Wölfli mehr als gut ersetzt. Leider für ihn hat es kurz vor Schluss doch noch eingeschlagen. Ja, es ist einfach schade. Anderthalb Minuten vor Schluss bekommen wir noch ein unnötiges Goal. Eigentlich. Wenn wir noch etwas konzentriert wären geblieben, hätten wir das 1-0 gewonnen und hätten wir nicht ins Penalty schiessen müssen. Gehen. Aber auch hier ist IB am Sieg zuerst näher gestanden. Der Dudar hat vorgelegt und der Paolo Colavitti hat den Penalty vom Farfan gemeistert. Der Traum vom Penalty-Held hat für einen IB-Goalie Nummer 2 aber nicht lange gedauert. Zum einen, weil die Deutschen besser getroffen haben, zum anderen auch, weil ein bisschen das Glück gefällt hat. Am Schluss hat Schalke das Penaltyschiessen 5-4 gewonnen. Der Bundesliga-Club hat zwar für einen Sieg viel Glück gebraucht. Aber es ging ja immerhin gegen den weit enteilten Schweizer Tabellenführer. Und da, denke ich, haben wir gute Leistung gebracht. Der Robby Cup 2009 geht mit an Schalke 04. Nach der Niederlage mit Wolfsburg vor einem Jahr ist der Felix Magath mit dem Stade Suisse wieder versöhnt.